Also mit 15 Jahren, wenn man so ein Ding hat, da ist man, würde ich mal sagen, der King der Schule. Komm, jetzt überhole ich. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, heute fahre ich immer diese schöne Gefechtprobe und zwar das ist die... Riju MRT 50. Warte, wie heißt die nochmal? Riju MRT 50. Ja, okay, ich blende sie am besten nochmal ein. Und ja, genau, das ist das Moped von ihm. Ist eine 50er Supermoto Zweitakt. Die ist von Baujahr 2017 und das ist dann Euro 4 wahrscheinlich. Ja, genau, und die werde ich heute mal Probe fahren. Leicht, also schwer, ziemlich, jetzt 90 Kilo. 90 Kilo? Ja, okay, das ist ja nicht viel. Ich meine das Doppelte. Naja. Okay, dann fahre ich mal los, würde ich sagen. Nicht wundern, wenn du zwischendurch mal hinten was merkst, wenn du langsam fährst. Ich musste bei der Kette, ich habe ja eine neue Kette gekauft, da musste ich ein kleines Glied von meiner alten Kette nehmen, weil die zu klein war. Deswegen hört man die manchmal. Ach so, ja, okay. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Mhm. Also, ja, okay, ich werde es ja sehen. Ja. Gibt es sonst da irgendwas, worauf ich achten muss oder so? Nee, die Kupplung kommt sehr spät, aber sonst... Ja, okay. Ja, okay, sieht man sofort, dass die leichter ist. Mein Motor könnte man nicht so easy drehen. Anfangen kannst du nicht, ne? Was? Ja, ja. Ja, okay. Was sagst du, wo war nochmal der Kickstarter hier? Ja, okay. 50er. Ja, okay. Steinkast läuft ja eigentlich ganz gut, ne? Ja. Ist ein Vergaser, oder? Ist das ein Vergaser? Ja, ne? Ja, okay. Ja, alles klar. Dann bis gleich, ne? Jo. Ja, komm, bin ich ganz schön spät. Okay Leute, dieses Moped hat ein bisschen mehr Dampf wie die Beta, die ich gefahren bin. Ich gebe es ja zu, dieses Ding ist komplett entdrosselt. Man schaltet sich ja echt wie ein Weltmeister, ey. Boah, dreht der Motor hoch, ey. Ist halt ein Zweitakter, ne? Soll ich als 50er das Auto überholen, Leute? Komm, gib Gas, Zweitakter! Aber der Sound ist schon echt geil, der muss man sagen. Also Euro 4 geht da noch voll klar. Baujahr 2017 hat, tipp ich mal, so 4-5 PS. Ich muss in den Reso kommen. Der Reso, der fast nicht vorhanden ist. Aber Leute, die Karre ist wirklich wieder so handlich, ne? So ähnlich wie die Beta, die ich letztens gefahren bin. Das macht wirklich so Bock, mit diesen kleinen Supermotos rumzufahren. Und ja, die Karre fährt 73, komm. Ah. Gerade will sie irgendwie nur 73 fahren. Es reicht auf jeden Fall, um den Autofahrern dicht auf den Fersen zu bleiben hier. Schaffe ich es, wo das Auto zu überholen, Leute? Ein 50er überholt ein Auto. Komm, jetzt überhole ich. Scheiße!
Ich verliere das Auto, Leute. Ich hätte es fast geschafft. Aber jetzt, hier wo es leicht bergauf geht, dann reicht die Kraft des 50 Kubik Zweitaktmotors doch nicht mehr aus. Schade. Aber es reicht, um Spaß zu haben. Es reicht, um bequem von A nach B zu kommen. Kleiner Biker-Grußcheck. Man wird sogar vom Biker gegrüßt. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber alles gut. Also mit 15 Jahren, wenn man so ein Ding hat, da ist man, würde ich mal sagen, der King der Schule. Also es reicht, um die Laras mitzunehmen, sagen wir es so. Dann machen wir jetzt hier nochmal einen kleinen Soundcheck. Ihr wollt ja diesen legendären Zweitaktmotor wahrscheinlich nochmal hören, in der vollen Pracht. Die darf 81 Dezibel bei 3125 Umdrehungen haben. Oh, wie schnell kommt die denn in den Begrenzer rein? Das hört nochmal genau hin. Ja, okay, ich glaube, das war gerade auch nicht der Begrenzer. Aber ich will das Moped jetzt auch nicht so quälen. Hier ist ja auch nicht meins. Das Kuppenauto. Aber ich denke mal, es wird ausreichen, um auf Feldern zu fahren. Dann mache ich jetzt nochmal 0 bis 50. Ich hoffe, ich habe mich jetzt mittlerweile an die Kupplung schon gewöhnt. Kommt hinter mir einer? Ich sehe in den Spiegel nichts. Nein? Gut. Okay, 3, 2, 1 und... So, und 70. Das ging eigentlich vergleichsweise ganz schön schnell, würde ich sagen. Okay, Hupe geht auch. So, Blinker setzen natürlich. Oh, hier blitzen die oft. Man merkt aber so richtig, ey, wie der Rezo ab so einem bestimmten Bereich kommt. Also dann kommt ein kleiner Kickdown. Oh, hier ist 50. Da muss man mit dem 50er natürlich auch aufpassen. Mit 50 Kubik. Wie sieht es hier eigentlich aus mit der Tankanzeige? Ist eine vorhanden? Nö. Ich glaube nicht. Also falls der Tank leer ist, hat man Pech gehabt. Ich hoffe, der Tank reicht noch, bis ich wieder da bin. Ansonsten muss ich schieben. Da habe ich ja echt sehr Bock drauf. Hier in diesem hügeligen Gelände. Als wenn der 50 ist. Also das erlebt man ja nicht oft, dass man außerorts mit einem 50er sich an Geschwindigkeitsbegrenzung halten muss. Jetzt komm, Berg hoch, Drehzahl, ich brauche Drehzahl. Rezo! Juhu, ich bin im Rezo! Ja, also hier mit knapp 70 hoch, ich finde, das geht wohl klar. 13.000 hat der Motor schon gelaufen, ja, da ist schon was. Und ja, nicht wundern, die Kette macht so ein kleines Geräusch, aber hatte der eben auch schon erzählt. Macht das Spaß, hier lang zu fahren. Die Kurven sind trocken. Es ist geiles Herbstwetter, was will man mehr? Temperatur ist auch ganz angenehm. Zumindest bei diesem Tempo hier. Aber in den Spiegel sehe ich natürlich so gut wie gar nichts. Aber ist ja gefühlt immer so, wenn man fremde Bikes testet. Und gerade bekomme ich schon mal wieder eine ganz schöne Arschmassage. Aber ja, da muss man durch, ne? Wenn man so einen kleinen Einzylinder-Zweitakter fährt. So, ja, ich bin quasi eine Runde gefahren bis da hinten und dann bin ich da hinten dann so wieder zurück. Wie schnell war ich? 75 war, glaube ich, Höchstgeschwindigkeit. 2,1 kW hat die nur. Ja. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war's doch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich kann euch die Karre
echt nur empfehlen, würde ich mal sagen, wenn man eine 50er Supermoto sucht. Macht auf jeden Fall echt Spaß. Und ja, schaut gerne mal bei ihm vorbei, ich verlinke ihn. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.